Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Rival Stars Horse Racing Handy-Version. Ihr seht gerade schon, es hat sich nichts geändert. Ich habe diesmal nicht aus Versehen Fohlen verkauft. Habe ich nicht beim letzten Mal aus Versehen Fohlen verkauft? Also nicht verkauft, sondern abgeholt. Ohne euch? Ich glaube schon. Wir haben immer noch das kleine Foli. Wenn ich mich recht entsinne, ist es eine Stufe 9 Hengst. Es könnte aber auch eine Stute sein. Okay. Hengst und Stute, weiß ich nicht, kann ich irgendwie aus nicht erklärlichen Gründen nicht gut auseinanderhalten. Wir holen natürlich dieses kleine Fohlen heute ab. Wir werden auf jeden Fall was Neues decken. Bin mir noch nicht ganz genau sicher, was wir decken. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, was wir alles decken können. Wir gucken einfach mal. Bevor wir das aber machen, möchte ich mal ganz kurz in den Markt, denn ich habe gesehen, dass wir wieder mega krass viele Rosen haben und ihr freut euch immer, wenn wir gemeinsam am Rosenrad drehen. Normalerweise, wenn ich drehe, dann drehe ich meistens nur dreimal, einfach um sicher zu gehen, dass ich nicht alle meine Rosen umsonst raushau. Es ist aber so, wenn ich so viele Rosen wie heute habe, ich habe über 20.000, dann kann ich das komplette Rad einmal drehen. Das heißt, wenn ihr, ich sag mal um die 17.500 Rosen habt, dann könnt ihr, egal wie viel Gold ihr hier bekommt, komplett einmal rumdrehen. Wenn ihr unter 17.500 Rosen habt, kann ich es euch definitiv nicht empfehlen, denn dann kann es nämlich passieren, dass das Gold das einzige ist, was übrig bleibt, denn vor allen Dingen, wenn es über 500 ist, dann, also ich habe glaube ich bis zu 6.500 Rosen schon verbraucht. Von daher kann ich euch das nur empfehlen. Also ich drehe das Rosenrad immer erst, wenn ich 17.500 oder so habe. Dann bin ich definitiv hundertprozentig auf der sicheren Seite. Und manchmal hat man natürlich Glück, dass man das Gold eher bekommt. Aber ich hätte gesagt, das ist sehr selten. Also mega krass selten. Und ihr seht jetzt gerade, wahrscheinlich wird das Gold das letzte sein. Das ist natürlich klar. Das Gold ist 440 Gold, das ist mega viel wert. Und dadurch ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das sofort zieht, einfach extrem gering. Ist aber nicht so schlimm, denn wenn man genug Rosen hat. Oh, hab ich gesagt, aber dann haben wir es gezeigt. Oh mein Gott, das ist nicht unser Ernst, wie cool. Es ist jetzt natürlich ein bisschen traurig, dass die 159.000 hier noch stehen, aber wir drehen natürlich jetzt nicht mehr. Oh mein Gott, das war mega cool. Wir haben jetzt mega wenig Rosen gebraucht, denn ihr habt gesehen, ne, jedes Mal, wenn man dreht, dann verdoppelt sich das Ganze. Ich glaube, es verdoppelt sich. Bin mir relativ sicher, dass es sich verdoppelt. Oh mein Gott, das war mega cool. Wir haben jetzt 17.349 Gold. Nice. Ihr bringt mir anscheinend richtig krass Glück. Ich muss das öfter mit euch gemeinsam machen. So, wir gucken jetzt mal ganz kurz, ob wir die Cross-Country-Rennen schon haben. Ich hatte irgendwie gelesen, dass es die schon gibt, aber anscheinend nicht. Aber dafür können wir Pferde gewinnen. Das ist doch auch nicht schlecht. Wir haben halt nur keine Pferde. Wir haben halt nur hier ein gutes Pferd. Hier haben wir gar kein Pferd. Und bei 6 und bei 8 haben wir halt auch keine guten Pferde. Ein paar Sekunden später. Poltergeist. Aber Poltergeist, ist Poltergeist fertig? Ist sie fertig? Oh mein Gott, Leute. Ich habe gerade nachgeguckt und Poltergeist ist fertig. Ich meine, es ist ein bisschen traurig, wenn man jetzt hier so sieht, was sie hat. Also sie hat 190 Geschwindigkeit, was einfach zu cool ist. Bei Sprint hat sie noch 184 und dann bei Beschleunigung so, nee. Lass mal mit der Beschleunigung. Das heißt aber natürlich jetzt, wir gehen mit der kleinen Maus. 190 Geschwindigkeit. Ich glaube nicht, dass es normal ist, aber sie war ja ein Kaufpferd und sie hatte irgendwie voll hohe Geschwindigkeitswerte, die irgendwie nicht normal waren. Ist 184 nicht sogar auch richtig gut? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, dass es richtig gut ist. Wir nehmen nicht diese, weil da habe ich nur noch eine davon. Lasst uns mal... was ist das? Sprintladerate während der ersten 450 Meter. Was ist sie denn? Ist sie nicht auch ein Frontpferd? No. Nee, sie ist ein Mittepferd. Okay, nee, ein Mittepferd, da würde ich gerne die, hier, während der letzten 200 Meter. Nehmen wir das. Und dann könnten wir jetzt hier theoretisch noch so Dingens nehmen. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Ihr habt doch bestimmt voll krass Ahnung. Oder zumindest einige von euch. Vielleicht ignorieren manche von euch genauso wie ich einfach dieses neue Futter. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ihr habt jetzt gerade Poltergeist gesehen und ich brauche eine Recommendation. Ich weiß gerade nicht, was es auf Deutsch heißt. Ein
Ich brauche Hilfe. Also ich habe... What? Was soll ich ihr geben? Oder soll ich ihr überhaupt was geben? Wir probieren sie es einfach mal aus und ich habe noch andere Pferde. Was gebt ihr euren Pferden? Dann könnte ich vielleicht bis zum nächsten Video einfach ein bisschen mehr trainieren, dass wir uns tatsächlich auch was leisten können. Aber bevor ich jetzt mich über Kopf und Kragen rede. Ich glaube nicht, dass es so heißt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Leute, lasst uns einfach das Rennen gehen. In Sakura Valley. Das ist cool. Ihr erstes Rennen in Sakura. Ist doch ihr erstes Rennen, oder? Poltergeist, the one to beat. Yes. Wir sind's. Da sind wir. Wir backen da ein bisschen drin. Aber wir sehen gut aus. Und yes. Perfekter Start. Und ich kann nicht lenken jetzt. Kann ich jetzt hier auch lenken? Ja, ich kann hier auch lenken. Okay, alles geht. Alles geht. Wir haben 190 Geschwindigkeit. Und die überholen uns trotzdem. Ja, die haben wahrscheinlich so ein Geschwindigkeitsding gegessen. Herzlichen Glückwunsch. Oder die sind einfach in der Beschleunigkeit. In der Beschleunigung ein bisschen besser. So rum. Weil Beschleunigung haben wir nicht. Damit können wir nicht dienen. Aber dafür, dass wir 190 Beschleunigung haben, sind wir echt schlecht, oder? Also, I don't know. Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass wir ein bisschen besser dabei sind als das. Oder? Also, oder bin ich komplett schief gewickelt? Ist 190 nicht über dem Eigentlichen, was man erreichen kann? Hä? What? Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Aber ich glaube schon. Ich glaube, dass irgendwie 184 oder so das Maximale ist. 185? Und wir haben 190? I don't know. Keine Ahnung. Ich muss danach einfach mal nachgucken. Wann müssen wir denn rennen? Oh Gott, wann müssen wir rennen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Vermutlich jetzt. Lass uns rennen. Ich weiß es nicht mehr. Vermutlich... Na, ich glaube, wir waren ein bisschen zu früh, oder? Waren wir ein bisschen zu früh? Mist, wir waren ein bisschen zu früh und Beschleunigung haben wir ja nicht. Das war ein richtig krasser Fehler. Wann können wir denn eigentlich losrennen? Und hatte ich nicht so ein Ding ausgestattet? Dafür waren wir jetzt mega langsam, ne? Wir sind Elfter. Das war aber auch mein Fehler, ne? Ich bin viel zu früh losgelaufen, weil ich mich einfach nicht mehr erinnern konnte. Ich bin schon so lange nicht mehr mit dem Stufe 8 Pferd gegangen. Ich denke mal, dass wir das schaffen könnten. Vielleicht auch nicht. Marky hat 1,43. Wir müssten eine Sekunde noch rausholen, dass wir Zweiter werden. Ich glaube, das können wir schaffen. Dann ist es aber soweit. Wir holen unser Fohlen ab. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Wollten wir das überhaupt versorgen? Ich glaube nicht, oder? Wir müssen uns auf jeden Fall jetzt mal von ein paar Pferden verabschieden. Ich weiß nicht, ob wir uns gleich von ein paar verabschieden müssen. Aber ich glaube, wir verabschieden uns definitiv von ihm hier. Sie. Ich habe euch gesagt, Hengstenstute ist bei mir nicht so krass. Ah, okay, ich habe sie behalten, weil sie hat gute Werte, ne? Sie hat gute Werte und ist von Stormy Coast und Key Chaos. Aber werde ich sie gefühlt jemals decken? Weil die Chance, dass sie halt was Gutes hat, ist halt gering, ne? Weil, haben wir sie mal getestet? Ah, okay, wir haben sie auch nicht getestet. Jetzt wartet mal. Spirit Snack ist von First Harmony und Bittersweet. Okay, 3200 Meter. Nee, dann verkaufen wir Spirit Snack. Denn, I don't know. Ich weiß nicht, warum ich Spirit Snack nicht gleich verkauft habe. Aber wir verkaufen sie jetzt. Bist du kleine Maus? Falls du eine Maus bist? Ich glaube, sie war eine Maus. Tschüss, kleine Maus. Okay, Fullbox. Cheaters Category. Da kommt er. Ist ein er, ne? Ja, oh mein Gott, einmal habe ich recht. Und dann decken wir. Ich überlege jetzt gerade schon, ob wir mit Tech Steam einmal decken sollen. Denn warum habe ich die kleine Maus überhaupt behalten, wenn ich dann eh nicht mit ihr decke? Oder? Also, ich bin mir nicht sicher. Wir sollten vielleicht zumindest einmal ein einziges Mal mit ihr decken, wenn sie gerade schon da ist. Oder? Die Frage ist, haben wir dann noch Platz? Ja, wir haben Platz, weil wir können ja den Hengst verkaufen. Das machen wir. Eine Ewigkeit später. Oh, wow, Leute. Nach den nervigsten Werbungen ever
Bekommen wir jetzt einen Fohlen? Oh mein Gott. Oh, ich liebe, leider Gottes, ihr wisst, ich mag den Code nicht gerne, aber ich liebe das Abzeichen. Das sieht mega hübsch aus. Stutfohlen. 51, 49, 51, 51, 48. Ha. Jetzt möchte ich natürlich gerne wissen und ich verstehe nicht, warum man es hier nicht sehen kann. Es macht mich echt ein bisschen traurig. Ich möchte jetzt sehr, sehr gerne wissen, was die kleine Maus für Vorlieben hat. Warum kann man es hier nicht sehen? Es macht gar keinen Sinn, warum man es hier nicht sehen kann. Ganz viele sagen immer, klick mal auf das I. Auf dem I wird einem nur geholfen. Sonst nichts. Ja, ich denke mal, wir versorgen sie. Die kleine Maus heißt Joyful Victory und hat 1400 Meter Fest und Mitte. Wir haben, glaube ich, mittlerweile relativ gut hinbekommen, dass alle Pferde gute Vorlieben haben. Oder kommt es nur mir so vor? Ich finde sie cool. Sie hat plus 2 überall, wo es wichtig ist. Bei Sprintenergie hat sie leider nur 49. Wir haben ja schon gute Stufe 4 Pferde, aber halt noch nicht wirklich was richtig Perfektes. Sie ist leider auch nicht perfekt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sollen wir sie versorgen? Schreibt sie mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Dann war es aber mit diesem Video von heute. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Nein, nicht gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!